Hallo und schönen guten Tag. Willkommen im X-Universum. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Achtung, Sicherheitsdienst. Es geht weiter. Wir haben einen. Ich habe uns kurz umpositioniert, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und zwar habe ich hier in der Station gespeichert. Denn wenn wir sterben, müssen wir nicht den ganzen Weg fliegen. Wieder bis hierhin. Wir können dann immer von hier aus laden und es immer wieder neu versuchen. Und ich habe die Waffen leicht umgebaut. Ich habe den einen Energieplasma-Werfer auf die rechte Seite gebaut. Das könnt ihr ganz einfach machen hier unter dem Schiffsmenü. Dann unter den erweiterten Optionen Waffen. Dann müsst ihr hier eine der Waffen entfernen. Und dann ab der Bucht 5 einbauen. Dann verlagert die sich auf die rechte Seite. So, dass wir jetzt ein bisschen Synchronität im Schiff haben. Okay, wir werden genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Die Boron nerven, die Boron töten. Autopilot aktiviert. Da ist auch direkt einer, den werden wir direkt mal anfliegen. Boron, und Agrargut-Transport. Hoffentlich wird es genauso wieder weitergehen wie in der letzten Folge. Dass die schön rausspringen und wir Kohle machen. Wir müssen natürlich weiter auf Piraten aufpassen. Die sind nicht ohne, die sind nie ohne. Aber da werden wir ein Auge drauf haben. Da ist noch einer. Boron, Autopilot deaktiviert. Das ist... Boron, militärischer Versorgungstransport. Oh, das ist ein militärischer Versorgungstransport. Von Boron, dem lassen wir vielleicht die Finger weg. Die haben meistens Drohnen und das Ziel meistens nicht wenige. Reichweite. Erstmal den hier. Immer schön runterballern. Bis die Schilde gerade weg sind und er ein bisschen Hüllenschaden bekommt. Er wollte bisher nicht rausspringen. Wir werden eine kurze Drehung machen, ihn wieder ein bisschen die Schilde aufladen lassen und nochmal einen Anflug machen. Mit ein bisschen weniger Schaden diesmal. Ja, der ist aber hartnäckig. Der ist hartnäckig. Der wird wohl nicht rausspringen, wie es aussieht. Wir machen noch einen Versuch. Der hat eine Drohne rausgeworfen, okay. Aber nur eine. Die werden wir als erstes zerlegen müssen, dass die uns nicht rumnervt. Da haben wir. So. Junge, du musst jetzt aussteigen. Umso weniger Hülle dein Schiff hat, umso weniger Kohle kriege ich dafür. Ich gebe auf. Mein schönes Schiff. Oh, er gibt wirklich auf. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Okay, cool, cool. Das muss jetzt schnell gehen. Wir sind hier im feindlichen Gebiet. Das muss jetzt schnell gehen. So. Oh. Nicht zu nah. 50 Meter fliegen wir ran. Ungefähr. So, aussteigen. Oh, nein! Habe ich jetzt drauf geschossen, ich Idiot. Oh nein, habe ich den geknuppt oder was ist los? Oh, ich wollte aussteigen. Ich wollte den nicht knuppen. Tatsache, ich habe irgendwie Scheiße gebaut. Oh, ich drücke immer die falsche Taste. Jetzt müssen wir schnell... Oh, ich verdrück mich andauernd. Oh Gott, muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Danke. Schiffssteuer übernommen. Transferiert. Zurück zu Mamba. Wo ist meine Mamba? Mamba, Mamba. Mamba. Da. Eieiei. Im Weltraum sind wir natürlich... Oh, da sind viele kleine Schiffe. Delfin, danke. Kommando, Kommando. Nein, zurück. Navigation, docke an. Oh, es läuft, Leute. Wir dürfen das Schiff jetzt nicht verlieren. Kommando akzeptiert. Wo haben wir Piraten? Oh, das sind ja alles gar keine Piraten. Das sind alles Paraniden. Okay, der muss jetzt natürlich weit fliegen. Aber der wird uns Kohle bringen. Ist zwar kein XXXL Superfrachter, das heißt, der wird mit Sicherheit nicht so viel geben wie der letzte Delfin. Aber das ist Geld. Das ist alles gutes Geld. Tor,
Ja, der muss jetzt bis dahin kommen, ohne von den Piraten zerfetzt zu werden. Delfin, Tanker. Der fliegt mit 23 Meter die Sekunde. Mehr kann er nicht. Och, du Scheiße. Da kommt eine fucking riesige Piratenflotte an. Oh, oh, das Schiff können wir gegen die nicht schützen. Definitiv nicht. Es bleibt nichts übrig. Wir müssen hoffen, dass er da durchkommt irgendwie. Dass die ihn nicht ins Visier nehmen. Aber anscheinend kämpfen die hier. Mit denen erstmal. Wir stellen uns mal hier hin. Machen den Zeitverzögerungsantrieb an. Ich weiß leider nie, wie das richtig ausgesprochen wird. Oh nein. Verfolgen die mich? Kann ich die irgendwie ablenken? Ja, die verfolgen mich. Tatsache, die verfolgen mich. Okay, dann werden wir die auf die letzte Ecke der Karte locken. Dass die unser Schiff hier in Ruhe lassen. Uiuiui. Und jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass hier kein Pirat kommt. Dass hier kein Pirat kommt. Wir werden übrigens, seht ihr schon, sehr viel in dieser Map-Ansicht verbringen, denn hier kann man drüber auch sehr gut steuern. Einfach mit Doppelklick irgendwo hinklicken, dann fliegt der Autopilot dahin. Und so habe ich ja das ganze System im Blick. Das ist sehr wichtig. Daher verbringt man sehr viel Zeit in dieser Ansicht, um ehrlich zu sein. Später auch, wenn man die Station hat. Rakete im Anflug. Welche Rakete? Wow. Ist doch nicht deren Ernst. Was ist das hier? Das ist ein Pirat. Ein kleiner. Autopilot deaktiviert. Okay, die haben von ganz hinten eine Rakete auf mich abgeballert. Das ist aber krass. Das ist aber krass. Pirat Buster. Eieiei, was hat der für eine Reichweite für Raketen? So, kann ich die irgendwo auf dem Bildschirm sehen, die Rakete? Oh, was? Oh. Das habe ich gar nicht gerafft. Wer ist das denn? Rakete im Anflug. Oh, oh. Oh, ganze Schilde weg. Alles weg. Der muss jetzt sterben. Sonst sind wir tot. Rakete im Anflug. Noch eine Rakete im Anflug. Wir müssen durchs Tor. Und zwar schnell. Wir haben eine Menge Schaden bekommen. Unsere Geschwindigkeit ist deutlich direkt runtergegangen. Uiuiuiui. Und übrigens, die Nova, die wir in der letzten Folge gefarmt haben, die hat uns die 800.000 auch gegeben. Aber die Reparaturkosten waren halt fast 700.000. Denn da stand zwar 16.000 Reparatur, aber das ist pro Klick sozusagen. Und eine volle Reparatur hat uns 700.000 Credits gekostet. Ungefähr war das. Erreiche System. Das dazu. Das heißt, dieser Schaden, den wir jetzt hier erlitten haben, der wird uns ebenfalls sehr, sehr viel kosten. Und wir müssen reparieren, denn wir sind deutlich langsamer. 162 Meter die Sekunde. Wir können maximal mit 210 Meter die Sekunde fliegen, wenn unser Schiff repariert ist. Also, wir sind deutlich langsamer geworden. Jetzt muss ich hoffen, dass die jetzt nicht unseren Frachter ins Visier nehmen. Wir stellen uns hier neben die Station und beobachten das in dem beschleunigten Modus, ob der hier durchkommt oder ob hier gleich die Piraten auftauchen. Immer schön den Rand hier beobachten am Bildschirm, ob hier irgendwas Rotes aufleuchtet, weil dann sind die Piraten rübergekommen. Also ob hier irgendwie so ein Chip, zum Beispiel das da. Boron, Waffenhändler. Okay, das ist nur ein Waffenhändler.
Der muss durchkommen, sonst hat sich die ganze Sache nicht gelohnt. Dann werden wir nur Reparaturkosten haben und kein Gewinn. Ziel. Der hat noch einen fucking weiten Weg. Der hat noch einen fucking weiten Weg bis hierhin. Eieieiei. Wie sieht's hier aus? Alles ruhig. Ich traue mich noch nicht rüber zu springen. Und dieser Tanker wird uns nicht viel Geld bringen. Dieser Tanker hier wird uns nicht viel Geld bringen. Ich hoffe, das deckt die Reparaturkosten. Und mit einem kleinen Gewinn, dass wir da rauskommen. So, okay, wir fliegen das Tor an. Tor, Activa Sklaube. Und schauen mal. Wir müssen wieder zurück zur Schiffswerft, dringend reparieren. Autopilot deaktiviert. Das wird noch lustig. Das wird noch lustig, Leute. So, jetzt, ich hoffe, die Piraten hängen jetzt nicht direkt vom Tor zufällig ab. Erreiche System. Activa Sklaube. Okay, es ist alles ruhig. Bisher. Piraten. Oh, direkt hier. Autopilot umdrehen. Deaktiviert. Wo sind sie? Pirat, Harrier, aufklären. Zwei kleine. Zwei kleine sind mir egal. Den haben wir. Wo ist der andere? Hier. Haben wir. Okay, zu unserem Schiff rüber. Oh, hier ist ein Waffenhändler. Ne, Waffenhändler nehmen wir jetzt nicht ins Visier. Könnte wieder unser Tod sein. Pirat Basta, hinter uns. Pirat Basta. Wie weit weg? Autopilot deaktiviert. 8 Kilometer. Oh, die Station da hinten wird beschossen, wo wir gespeichert haben. Die wird wohl bald nicht mehr da sein. Kein Ziel. Oh, der ist abgehauen. Wir könnten gucken, ob wir die Station da hinten retten können. Das wäre nämlich ganz nice, wenn die Stationen hier bleiben. Aber wenn, dann kämpfen wir nur gegen kleine Schiffe. Ab wenn hier nur eine Nova oder was ähnliches dabei ist, werde ich nicht kämpfen. Dafür sind wir zu langsam. So, kurz mal gucken. Raster, Autopilot deaktiviert. Oh, und die hat schon Hüllenschaden ordentlich bekommen. Da unterstützt aber auch niemand. Pirat Kea. Nee, der Kea ist wie eine Nova. Greifen wir nicht ein. Eine Rakete und wir sind Geschichte. Wir brauchen wieder einen kleinen Boron. Und am besten diesmal, dass er hier rauskommt. Direkt am Tor. Ich will nicht schon wieder hier halb in Panik verfallen. Und ein Schiff von hier drüben irgendwie da rüber zu bekommen. Gut, wir werden jetzt hier warten, bis ein Borone uns über den Weg läuft. Die Station, ja, die wird dann fallen. Das ist dann egal. Was haben wir hier? Paranit? Nee. Die lassen wir in Ruhe. Wir warten weiter. Oh, Boron Hightech-Transport, aber der hat... Die königlich-boronische Marine wartete wohlweislich die Reaktionen der anderen Völker auf die dortige Einführung der Jäger der neuen Klasse M3 Plus durch die Balaji Research Incorporation ab, bevor sie die Entwicklung eines eigenen Modells in Auftrag gab. Der Mogula ist als Resultat ein extrem leistungsfähiger, schwerer Jäger. Mogula. Ist halt dieselbe Klasse, die ich hier fliege.
Mit dem lege ich mich besser nicht an. Unsere Bewaffnung ist halt auch nicht die beste und wir haben nicht gespeichert. Komm, ich habe eine Idee. Wir gehen hier mal abspeichern. Wir haben hier gerade ein bisschen Ruhe. Und dann von mir aus können wir es versuchen. Dann haben wir dieses Schiff zumindest, diesen Fortschritt mit dem Schiff abgespeichert. Und dann gucken wir mal, ob wir den vielleicht hier abfangen können. Noch schnell. Frachtguttransport. Andock-Vorgang erfolgreich. Heil der Familie Ronka. Die Split-Dynastie heißt sie. Die Split-Dynastie. Oh, das hier gehört also den Split. Zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So. Gespeichert. Und jetzt versuchen wir den hier abzufangen. Mist. Boron. Markieren. Transport. Oh, was ist das? Pirat. Oh nein, direkt bei meinem Schiff. Oh Gott. Hoffentlich schießen die den da nicht. Pirat, Discoverer, Angreifer. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Haben wir? Bussard. Jetzt der Bussard. Oh, ich muss auch ein bisschen schneller fliegen. Nicht in Schleichgeschwindigkeit hier rumdüsen. Oh, der haut aber auch ordentlich rein. Nicht rammen. Bloß nicht rammen. Okay, den haben wir. Ah, noch eine Rakete. Sie wurden Mantis-Rakete. Wir versuchen die abzufangen. Oh, die hat reingescheppert. Die hat reingescheppert. Asteroid. Ach, eieiei. Paranoid. Boron, Energietransporter. Autopilot aktiviert. Wir gucken mal, ob wir ihn hier bekommen. Boron, Energietransport. Unsere Schilde sind gleich voll. Diese Frachttransporter haben oft nur Heckgeschütze. Das heißt, wenn wir die von vorne angreifen, ist das ziemlich gut. Dann machen die erstmal nichts. An alle Boronen, wir werden angegriffen. Kommt zur Hilfe. Komm, steig aus. Stellen Sie bitte das Feuer ein. Die Fracht gehört Ihnen. Ach, die Fracht. Ich will deine Fracht nicht. Ich will dein Schiff, Junge. Ach, schade. Ich hab schon leicht Glücksgefühle gehabt. Ich will ein Schiff haben, mein Freund. Deine Fracht interessiert mich nicht. Na komm, steig aus. Komm, steig aus. Der wird nicht aussteigen. Der wird nicht aussteigen. Oh nein, meine Schilde geben nach. Mist. Okay, der kämpft bis zum bitteren Ende. Beziehungsweise, der kämpft nicht. Er lässt sich töten. Es wird alles ein bisschen einfacher, sobald wir zwei weitere Energieplasmawerfer haben. Weil das wird die Kollegen deutlich mehr beeindrucken, wenn die Schilde in Bruchteilen von Sekunden wegfallen. Und dann werden sie auch öfters rausspringen. Okay. Okay, wo ist unser Schiff? Fliegt hier weiter. In Ordnung. Oh, kommt da ein Borone gleich durch? Ja. Den werden wir gleich hier abfangen. Den werden wir hier gleich abfangen, wenn er hier durchs Tor springt. Da ist er. Boron, Autopilot deaktiviert. Toi, 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 dass er rausspringt. Sonst wird er vernichtet. So, mein Freund.
Ziel ist nun in Feuerreichweite. Um Königin Atreus willen. Ein boronischer Transporter braucht Hilfe. Ich fliege ihn trotzdem noch weiter an und jetzt drehe ich ab zum Tor. Wir hauen direkt ab. Oh Gott, wir sind tot. Wir sind tot. Gott sei Dank gespeichert. Gott sei Dank gespeichert, wo wir das Schiff noch gekapert haben. Eieieiei. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Okay, auf ein neues. Ist nicht so schlimm. Das Schiff wird ja sehr wahrscheinlich durchkommen. Es sei denn, die Piraten, die wir eben schon hier hatten, überlegen sich's anders. Autopilot und greifen doch meinen Frachter an. Das heißt aber nur, dass wir nochmal die Chance haben, den Boron, der hier gleich vorbeikommt, eventuell nochmal anzugreifen. Vielleicht haben wir mehr Glück und er springt diesmal raus. Pirat, Harrier. Mal sehen. Er wird ja erstmal hier durchkommen. Ich hoffe, diesmal werden mich die Raketen nicht zerschmettern von denen. So, der ist fast weg. Okay, eine Rakete. Mantis-Rakete. Pirat-Buster. Oh, unsere Schilde sind sehr, sehr weit unten. Können direkt nochmal neu laden. Für sie wird es keine weiteren Gewinnmöglichkeiten mehr geben. Ich lade direkt nochmal neu. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Okay. Zuerst die Piraten. Kennen wir schon. Zuerst die Piraten. Steuern wir direkt mal drauf zu. Pirat, Discoverer, Frachter. Pirat, Discoverer, Frachter. Pirat, Bus, Pirat, Discoverer, Frachter. Der Discoverer kommt zuerst. Oder? Pirat, ja. Pirat, Discoverer, Frachter. Schießen schon. Nun in Feuerreichweite. Haben wir? Pirat, Bussard, Angreifer. Oh, er macht schon irgendwelche Schlingen. Frachtraum das enthält nun Flammenschwertrakete. Oh, Flammenschwertrakete, schön. Alarm, im Anflug. Ganz schlecht. Sie wurden befördert. Boron, Fraggut-Transport. Okay. Oh, ein Frachtgrundtransport. Wo ist er? Da oben. Versuchen wir. Vielleicht kriegen wir ihn aus dem Schiff raus. Das wäre jetzt mal richtig gut. Das wäre mal richtig gut. Ist ein MK3-Schiff, also gefährlich. Gut, alles ist für uns gefährlich im Moment. So. Der will abhauen. Wir
es aussieht. Bei meinem Blute. Na, steigst du aus, mein Freund? Nee. Warnung. Energielevel niedrig. Konnten ihm auch nicht wirklich eine Salve reinknallen. Teladi, Hightech-Transport. So. Egal, nicht schlimm. Oh, was? Was für ein Transport? Nichts für uns. Nichts für uns. So. Durch. Kein Tor. Aladnas Hügel. Erreiche System. Aladnas Hügel. Fliegen mal zur Schiffswerft. Wir müssen uns reparieren. Eieieiei, das wird teuer. Das wird wirklich teuer. Ja, ich könnte auch ein bisschen schneller fliegen. Oh, was ist das? Paranit, Frachtguttransport. Paranit, den lassen wir schön in Ruhe. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ziel verlässt Feuerreichweite. Okay, ich bin wirklich gespannt, wie viel Credits wir aufbringen müssen, um unser Schiff zu reparieren. Ach, das ist bitter. Wir müssen viel vorsichtiger sein mit dem Schaden, denn die Reparaturkosten sind hier extrem. Und dieser Frachter, ich habe keine Ahnung, wie viel er bringen wird. Ich hoffe ein bisschen mehr, wie wir gleich ausgeben werden. Aber wir müssen reparieren, sonst sind wir viel zu langsam. Langsam und zerbrechlich. So, ich bin gespannt. Erfolgreich. Im Namen des Präsidenten und Senators der Argonen heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen hergestellt. Die ganze Reparatur kostet 600.000. 600.000, Leute. Das ist zu viel. Das kann ich jetzt nicht ausgeben. Das will ich nicht ausgeben. Okay, ich werde mich kurz hier hinstellen, an den Rand. Und wir werden jetzt auf unseren Frachter warten. Und dann entscheiden, ob wir reparieren oder nicht reparieren, je nachdem, wie viel Geld der bringt. Ich bin gespannt.
Okay, okay. Er müsste jetzt jeden Moment andocken. Wo ist er? Da unten. Na gut, ein bisschen braucht er noch. Und ja, dann wird sich das entscheiden, ob wir ein bisschen reparieren. Wahrscheinlich können wir nicht alles reparieren. Denn der Frachter ist selber ganz schön gedamaged. Das heißt, er wird auch nicht so viel Kohle bringen. Und es ist auch kein super Frachter. Ich bin gespannt. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn er 100.000 uns einbringt. Wir werden es gleich sehen. Und dann wird sich entscheiden, wie wir weitermachen. Wenn er zu wenig Kohle bringt, werden wir nicht reparieren. Wir werden die Kohle weitersparen. Dann müssen wir damit klarkommen, vorsichtiger sein. Und hoffentlich ein besseres Schiff als nächstes kapern. Dass wir unser eigenes Schiff wieder reparieren können. Wir müssen unbedingt mehr Schilde reinkriegen, dass wir nicht solche Opfer sind mit diesem einen Schild. Okay, er ist drin. Ja, ich habe es fast befürchtet. Dann wird nicht repariert. Dann müssen wir hier erstmal so klarkommen. Wir können mal kurz gucken, wie unsere Beziehungen aussehen. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz wirklich. Partner. Wir sind Partner der... Autopilot deaktiviert. Wartet mal, wir sind Partner... Andockerlaubnis erteilt. Der Föderation... der Argon. Partner der Föderation Argon, irgendwie so. Argon Arena. Ich glaube, damit können wir uns jetzt die 25 MK-Schilde kaufen. Oder MJ-Schilde, oder wie die sich schimpfen. Das wäre ein Traum. Ich hoffe, der hat dann auch welche auf Lager, sonst müssten wir die Station suchen, wo die produziert sind, werden, und dann müssten wir dort welche kaufen. Denn jetzt kaufe ich mir lieber Schilde, wie die Hölle zu reparieren. Präsidenten und Senators der Argonen heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ach, wir müssen anerkannter Berater sein. Mist. Kampfschiffen, Transportern und Passagierschiffen zum Einsatz. Mist. Also noch geht's nicht. Wir brauchen noch wie viel Prozent? Oh, nee. Nicht mein Besitz. Status. 77%. Also wir brauchen noch 23%. Nimmt Schrottreifeschiffe zu, damit wir aufsteigen bei den Argonen. Und dann könnten wir uns die kaufen. Okay, das wird das Ziel sein. Gut. Das wird nicht einfach, denn wir müssen dann natürlich weiter Schiffe kapern. Dadurch erhöht sich das, wenn wir das verkaufen. Ihr Lieben, ich mache hier einen Cut. Ein Schiff haben wir bekommen, das hat nicht so viel Kohle gebracht, leider. Wir haben 800.000 Beschädigungen am Schiff. Der Run gerade hier in dieser Folge war nicht so erfolgreich. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. In der nächsten Folge fliegen wir direkt rüber, versuchen wir die nächsten Schiffe ranzukriegen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.